Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Seit Jahresbeginn sind die Preise für Energie und Kraftstoffe sehr deutlich angestiegen. Gerade für Menschen in den unteren und mittleren Einkommensgruppen, für Familien, aber auch für viele kleine Unternehmen stellt diese Entwicklung eine ernsthafte Bedrohung dar. Die Koalition will nun unter anderem die Energiesteuern absenken, was auf den ersten Blick auch wie eine sinnvolle Maßnahme aussieht. Nachteil ist aber leider, dass durch eine Steuersenkung nicht garantiert werden kann, dass der Verbraucherpreis um genau diese Summe fällt, wie die Steuer gesenkt wurde. Also, wenn der Benzinpreis zum Beispiel gerade 2 Euro kostet und die Energiesteuer um 30 Cent gesenkt wird, dann müsste also am Stichtag der Kraftstoff anstatt 2 Euro 1,70 Euro kosten. Was mathematisch selbst in der Grundschule lösbar ist, wird in der harten Wirklichkeit allerdings keinen Bestand haben, so meine Befürchtung. Denn kurz vor dem Stichtag werden die Preise noch einmal ansteigen. Warum? Weiß keiner. Dann sind wir zum Beispiel bei 2,10 Euro. Jetzt kommt der Stichtag und die an der Zapfsäule steht anstatt 1,80, weil die soll ja 30 Cent runtergehen, steht einfach mal 1,90 dran. Ursache dafür ist, dass die Tankstellen keinerlei Wettbewerb unterliegen. Hier regieren wenige Oligopole, sie beherrschen den Markt und bestimmen alleine die Preise. Diese Konzerne verdienen sich aktuell dumm und dämlich, während der Staat auf Steuereinnahmen verzichtet und die Verbraucherinnen und Verbraucher die Zeche zahlen. So kann das nicht funktionieren. Dies kann man für meine Begriffe nicht mit mehr Transparenz auflösen. Da muss man es so machen, ich habe das hier bereits in der vergangenen Rede gesagt, das muss man so machen wie im benachbarten Luxemburg. Dort werden die Preise an den Zapfsäulen vom Staat festgelegt. Und im Übrigen kostet dort aktuell das Benzin der Liter 1,70 Euro. Herzliches Glück auf und schönen Abend noch.